ehrlich sind sie, eigentlich sind wir alle vom selben Schlag. Oder wenn sie so wollen, ziehen wir alle am selben Schlauch. Ich sag immer für der Witz, wo es knallt und brennt, hat der Feuerwehr verpennt. Die Gebrüder Blumenkohl. Mit ihrem Erstlingswerk, dem Video über die Feuerwehr, haben die Olpner Comedians innerhalb weniger Wochen Kultstatus erreicht. Kaum einer, der es nicht im Internet gesehen hat. Mit deftigen Bildern und lustigen Tönen werden die Brandbekämpfer durch den Kakao gezogen. Spiegelt das die Stimmung, die Meinung in der Bevölkerung wider? Die ist nützlich, ich bin froh, dass der Feuerwehr da ist. Sicher sind die nützlich. Sonst wären wir ja arm dran, oder? Die haben schon bei uns mal einen Bienenstock weggeholt. Also das sind so kleine Services. Und jetzt muss ich ja auch sagen, wo die Dächer runterkommen, haben sie ja auch viel getan. Ich denke schon, dass die einen sehr harten Job machen. Vielleicht gibt es auch sehr viele ruhige Tage, wenn nichts passiert. Aber dann gibt es bestimmt auch Tage, an denen sie viel zu tun haben, wie zum Beispiel letzten Sonntag, wenn die Stürme sind, die Bäume umfallen, dann haben sie, glaube ich, alle Hände voll zu tun. Also, in den Augen der Bürger kommt die Feuerwehr bestens weg. Da erinnern auch die Gebrüder Blumenkohl nichts an der Haltung. Im Gegenteil, Spott und Spaß werden als solche verstanden und geschätzt. Nicht mehr und nicht weniger. Ich finde das toll, was die Jungs gemacht haben. Man muss auch Spaß vertragen können über einen ernsten Beruf. Jeder soll sich den Schuh anziehen, der einem passt. Und wenn die Feuerwehr sich den Schuh anzieht, dann haben sie vielleicht selbst ein Problem mit ihrem Image. Und ansonsten können sie ja sagen, das ist nun mal so Verarschung. Und die Feuerwehrleute selbst, sehen sie sich akzeptiert und respektiert? Also ich persönlich, ich denke, das Image ist noch sehr hoch, sehr gut angesehen. Ein Feuerwehrmann wird im Allgemeinen doch sehr respektiert. Wenn jemand sagt, dass er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder der Berufsfeuerwehr ist, im Allgemeinen erntet man doch einen großen Respekt, weil man doch immer dann gerufen wird, wenn die Leute sonst nicht wissen, was sie machen sollen. Und das eigentlich immer die letzte Hilfe bei einem Problem ist. So Siegfried Palm, stellvertretender Dienstleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Kelmis. Allerdings, auch fürs Image lauern Gefahren. Sozusagen an jeder Ecke und auf vielen Straßen. Und die Medien spielen da auch ihre Rolle. Siegfried Palm. Manchmal sucht man dann auch in den Medien oder so etwas Spektakuläres. 90 Sachen, die super vonstatten gehen, da spricht niemand von. Und bei einer Sache, wo dann irgendein kleines Problem ist, das wird dann aufgebauscht, wo ich gestern dann gehört habe, dass in Deutschland eine Feuerwehr keine Kettensäge hatte und dann ein Baum auf der Straße nicht entfernt werden konnte. Also war schon wieder ein Thema für den WDR. Doch solche Probleme sind die Ausnahme. Grundsätzlich darf die Feuerwehr sich über ein hohes Ansehen freuen. Auch wenn die Blumenkohls ihren beißenden Spott über die Männer am Schlauch verbreiten, letztlich relativieren sie sich selbst mit dem Kultspruch: Weißt du, was der Bisschen? Weißt du?